Heute fahren wir endlich mal wieder in meine Heimat. Ich war schon so lange nicht mehr in Mount Komorebi und ich brauche dringend Urlaub. Nach all dem, was mit Lenny passiert ist, muss ich einfach raus. Deshalb nehme ich mir gemeinsam mit Jared und Rose eine kleine Auszeit. Die Drillinge sind ja schon fast erwachsen. Die können ja wohl ein paar Tage allein zu Hause bleiben, oder? Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 34. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute sind wir wieder bei unserer Familie Potter. Im letzten Part haben wir ja das Erntefest gefeiert und außerdem hat Ivy sich geoutet. Der letzte Part war also durchaus ereignisreich, aber ich glaube, ich möchte, dass dieser wieder ein wenig ruhiger wird. Und zwar möchte ich mit der Familie auf Urlaub fahren, aber starten wir am besten jetzt gleich mal in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Rose und Jared sind gerade dabei zu frühstücken, während Emma noch irgendwelche Dinge einmacht. Ich weiß gerade selbst nicht, was sie genau macht. Sie stellt eine Tomatensauce her. Okay, auf jeden Fall wird sie gerade angerufen. Im Namen der Freundschaft. Daisy hat heute versucht, die Schule zu schwänzen, um einen weinenden Freund zu trösten. Was sollen wir Daisy sagen? Schwänze nie wieder, Bildung ist wichtig oder Freunden zu helfen steht immer an erster Stelle? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Prinzipiell bin ich der Meinung, Freunden zu helfen steht immer an erster Stelle. Aber es ist Daisy. Deshalb sagen wir, schwänze nie wieder die Schule, Bildung ist wichtig. Denn Daisy ist ja irgendwo doch eine kleine Streberin und will ja sehr erfolgreich sein und deshalb ganz sicher nicht Schule schwänzen. Jetzt wird sie schon wieder angerufen. Toilettensandwich. Wir haben Ivy heute erwischt, wie sie in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir darauf reagieren sollten, deshalb rufen wir jetzt an. Das ist wirklich schlechtes Benehmen oder wenn man Hunger hat, muss man essen. Also anscheinend war Christian heute nicht in der Schule und deshalb war Ivy ganz allein. Und ich glaube, dass Emma nachvollziehen kann, wie es denen geht und deshalb sagen wir, wenn man Hunger hat, muss man essen. Denn Ivy sollte auf keinen Fall dafür bestraft werden, dass sie eben gerade keinen Anschluss findet und nicht wirklich Freunde hat. Arme Ivy. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, die Drillinge sind in der Schule, wie man gerade bemerkt hat, aber die Zwillinge, also Jared und Rose, haben sich heute Urlaub genommen, denn ich habe mir gedacht, Emma wird mit ihren jüngsten Kindern übers Wochenende wegfahren. Und zwar möchte ich, dass sie nach Mount Komorebi fahren und dort eben Urlaub machen, ein wenig Zeit mit ihren Großeltern verbringen und vielleicht können wir auch Gabriel und seine neue Freundin besuchen. Das stelle ich mir sehr, sehr gemütlich vor und außerdem haben die Drillinge dann sturmfrei am Gruseltag. Das heißt, wir werden natürlich eine riesige Halloween-Party schmeißen, aber das wird sich in diesem Part vermutlich nicht mehr ausgehen, das machen wir dann nächstes Mal. Denn jetzt fahren wir eben mit Emma und den zwei Kleinen auf Urlaub. Reisen, Urlaub nehmen. Ich hoffe, wir können uns das leisten, aber normalerweise schon. Ja, nehmen wir Coco einfach auch mit, dann müssen sich die anderen nicht darum kümmern und eben Rose und Jared. Perfekt. Und wie gesagt, reisen wir nach Mount Komorebi. Ich habe hier auch schon ein leistbares Mietobjekt platziert. Das kostet 384 pro Tag. Alle anderen sind nämlich wirklich unglaublich teuer. Ja, die kosten alle fast doppelt so viel und deshalb reisen wir jetzt dorthin. Ich glaube, das ist auch die perfekte Nachbarschaft für sie, denn Haru und Scarlett und auch Gabriel wohnen da wirklich ganz in der Nähe. Und wir bleiben 2 Tage. 768 Simoleons, das ist in Ordnung. Außerdem ist Ivy ohnehin zu Hause geblieben. Die kann dann morgen vor der Halloween-Party einfach nochmal zum Markt schauen, damit wir ein wenig Geld dazu verdienen. Und hier sind wir. Das ist das Haus, das ich mir rausgesucht habe. Ich muss nur noch ein paar klitzekleine Dinge ändern. BB Enable Free Build. Mit diesem Cheat wird der Baumodus auch auf Gemeinschaftsgrundstücken freigeschaltet, nur falls das irgendjemand von euch nicht wusste. Zum einen haben wir zu wenig Betten. Ich schaue, ob ich irgendwo ein Stockbett finde, das wir noch irgendwo hinstellen könnten. Das ist doch ganz nett. Da oben können wir das Hochbett leider nicht platzieren. Ja, ich glaube, ich muss das Haus leider um einen Raum erweitern. Sorry an den oder die Creatorin schon einmal. Dein wunderschönes Haus wird jetzt leider hässlich. Tut mir sehr leid. Und ich bin fertig. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich habe jetzt hier einfach noch einen Raum angefügt mit einem Stockbett. Dann hier noch eine Kommode und eine Pflanze.
Und außerdem habe ich dann noch für unseren kleinen Coco hier einen Napf und hier ein Hundebett. Perfekt, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das ist Emmas Bett, hier unten schläft Jared und oben darf unsere Rose schlafen. Emma, dann kannst du gleich mal den Napf von Coco auffüllen. Das ist wirklich so ein schönes Haus. Und ich freue mich, dass wir endlich wieder in Mount Komorebi sind. Da waren wir tatsächlich schon länger nicht mehr. Es ist jetzt auch 10 Uhr früh. Am besten unternehmen wir dann gleich mal was mit Haru und Scarlett. Oh, Rose ist so süß. Sie setzt sich hin und macht direkt die Hausaufgaben. Und wieso weint Jared? Oh ja, irgendwie sind alle voll traurig, weil das Erntefest angeblich grauenhaft war. Dabei hatten wir so eine schöne Feier. Ich weiß nicht, irgendwie waren die alle nicht zufrieden damit. Aber gut, wir unternehmen jetzt etwas mit Scarlett und Haru und dem Rest der Familie. Wenn wir jetzt schon mal in Mount Komorebi sind, wäre es doch eigentlich cool, wenn wir hier ins Badehaus gehen. Oder wir besuchen Scarlett und Haru einfach zu Hause. What? Wieso haben sie so viele Hunde? Gracie, Lily, Sammy, Fred und Sansa. Okay. Also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals in meinem 10-Stunden-Stream ihnen zwar einen Hund gegeben. Oder vielleicht auch zwei. Aber anscheinend haben die sich auch vermehrt. Oh mein Gott, Sansa ist ja süß. Ich würde Sansa gerne adoptieren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob wir Sansa adoptieren sollen. Oder vielleicht adoptieren wir Fred oder Sammy. Und dann können wir Hundebabys machen. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hätte irgendwie gern noch einen zweiten Hund. Das wäre so süß. Also das ist Sammy. Er oder sie ist ein Vielfraß. Couch Potato und pelzig. Dann haben wir noch Fred. Schreckhaft, Vielfraß und auch pelzig. Und dann gibt es dann auch die kleine Sansa. Sie ist klug, pelzig und aggressiv. Okay, das klingt gar nicht nach so einer schönen Kombination. Zumindest das aggressiv stelle ich mir ein bisschen schwer vor. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Und hier wohnt ja Gabriel. Oh, und die haben schon... Hä? Was passiert denn hier? Gabriel hat kein T-Shirt. Ich weiß auch nicht, warum. Marcel. Ah, ich glaube, das ist das eine Kind von Kaori. Die haben auch 1000 Hunde. Oh mein Gott, die Hunde sind ja noch süßer. Kelly, Rainbow, Rook, Grant, Olive und Myrtle. Warum haben alle Haushalte 1000 Hunde? Und dann gibt es hier noch ein Baby. Das wird es nicht sehen, aber die gehen wir dann auf jeden Fall auch besuchen. Aber zuerst reisen wir hier ins Badehaus. Und wir nehmen mit Scarlett, Coco natürlich auch, Haru und dann natürlich noch Jared und Rose. Eigentlich könnten wir ihre Geschwister auch mitnehmen. Die übersehe ich immer. Leo und Bridget kennen wir leider nicht. Schade. Vielleicht kennt sie ja irgendwer von den anderen, dann können wir sie ja noch im Nachhinein einladen. Und hier sind wir und Haru hat keine Hose an. Ich ziehe ihm mal schnell eine Hose an. Ich habe nämlich ganz ein bisschen Sisi aussortiert und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich was aussortiert habe, was irgendeiner meiner aktiven Sims getragen hat. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Tut mir leid, Haru. Ich wollte natürlich nicht, dass du hier so halbnackt herumrennst. Ja, geben wir ihm einfach die Hose, sonst ist er noch überall bekleidet. Hier braucht er auch noch ein Oberteil. Ich habe keine Ahnung, was er anhatte und warum ich das aussortiert habe. Aber er bekommt einfach dieses Hemd. Perfekt. Und hier sind wir. Jared muss sich einmal dringend bei seiner Oma vorstellen. Die beiden kennen sich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ich verstehe auch nicht warum, aber irgendwie kennen sich meine Sims untereinander gar nicht so gut. Tolle Musik. Rose scheint dieses Lied zu mögen. Soll sie zugeben, dass sie japanische Volksmusik mag? Oh, das ist irgendwie so süß, weil ihre Mutter ja aus Mount Komorebi kommt. Ja, natürlich. Du darfst das sehr, sehr gerne mögen. Rose, kennst du schon beide deiner Großeltern? Nein. Dann stell du dich auch mal bei Scarlett vor. Und dann kannst du dich auch noch bei Haru vorstellen. Sie kennt tatsächlich keinen der beiden. Emma hat eine Dusche genommen. Ich schätze, sie wollte in der heißen Quelle baden. Und dann ist ihr eingefallen, dass sie schwanger ist und das ja leider nicht tun kann. Ja, was können denn eigentlich schwangere Sims hier machen? Kann sie überhaupt Skifahren? Nein, Emma kann auch nicht Skifahren. Aber gut, davon werden wir uns jetzt nicht abhalten lassen. Rose und Jared werden jetzt ein wenig Schlitten fahren. Ich glaube, das wollen Kinder sehr, sehr gerne machen. Oh, hier kann man nur Skifahren und Snowboarden. Ja, okay, dann werden die beiden jetzt gemeinsam auf mittlere Intensität zusammen Skifahren.
Emma, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Ja, du könntest hier doch mal den Kamin anzünden. Ich hoffe, damit stecken wir nicht das ganze Haus in Brand. Das ist ja immer so eine Sache. Oh, sie ist schon so schwanger. Und anscheinend möchte sie jetzt im Bikini herumlaufen. Darf sie natürlich. Ja, und ihre Eltern gehen jetzt beide hier in die heißen Quellen und sie kann nicht mitgehen. Weißt du was, setz dich einfach mal hier aufs Sofa und entspann einfach ein bisschen. Das ist für Emma sicher etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Also entspannen ist eigentlich etwas, das sie so gut wie nie macht. Sie hat immer etwas zu tun. Entweder arbeitet sie am Hof oder mit den Tieren oder mit den Kindern. Also es gibt immer etwas zu tun. Und jetzt ist es, glaube ich, das erste Mal, seit sie eine Teenagerin ist, dass sie so richtig entspannen kann. Und wie man sieht, es fällt ihr nicht sonderlich leicht, denn sie möchte schon wieder etwas anderes machen. Und zwar möchte sie Coco loben. Oh, und irgendwie hat ihre Mutter auch komische Unterwäsche an. Ja, egal. Die möchte ich jetzt nicht auch noch anziehen. Jared und Rose sind gerade oben am Hang angekommen. Jared hat sich Ski in der Hütte geliehen, aber sie sind nicht besonders hochwertig und passen nicht gut. Oh, ja. Naja, aber ich glaube, es wird schon funktionieren. Oh, das ist so cool. Ich hoffe, er verletzt sich nicht. Also ich weiß nicht, ob sich Sims dabei verletzen können. Ich hoffe nicht. Zumindest können sie auf jeden Fall nicht dran sterben. Und Rose, wie geht es dir dabei? Oh, sie sind beide wirklich talentiert. Also sie sind nicht umgefallen, es scheint ihr gut zu gehen. Und Rose möchte danach ihre Hausaufgaben nachholen. Warum ist dieses Kind so eine Streberin? Und warum weiß das Spiel genau, was ich vorhab mit ihr? Aber gut, Rose, du musst nicht länger Skifahren, wenn du das nicht möchtest. Du kannst jetzt deine Hausaufgaben nachholen. Ach, dieses Kind. Hä? Wieso wünscht sich ein Kind, eine Beziehung einzugehen? Rose fühlt sich bereit für eine feste Beziehung. Klick auf einen anderen Sim und wähle, bitten Freund zu sein oder bitten Freundin zu sein. Eine neue Beziehung einzugehen kann schwierig sein, also führe romantische Sozialinteraktionen aus, um zuerst die Beziehung zu verbessern. Das ist ein Kind. Was ist das schon wieder für ein Bug? Aber ja, sie muss sehr, sehr dringend auf die Toilette und vielleicht sollte sie auch nicht hier im Schnee Hausaufgaben machen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und bitte sagt mir, woher dieser Bug kommt. Ich würde es wirklich sehr, sehr gerne wissen. Und die Drillinge sind von der Schule zu Hause. Daisy ist 1er Oberschülerin. Endlich. Ja, Ergebnis von Ivy. Unterdurchschnittliche Leistung auf die Prüfung. Ja. Und Violet auch. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Und Jared erfüllt dabei, glaube ich, auch sein Bestreben. Oh, er müsste nur Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht haben und er hat tatsächlich schon Level 4. Irgendwo müssen wir nur noch einen Spielturm herbekommen. Und Rose, oh, Rose muss Schach spielen und mit einem Erwachsenen lesen. Ja, ich glaube leider, das wird niemals passieren. Oh nein, wieso stinkt Coco denn so? Oh, oh. Daran kann ich hier gerade jetzt leider nichts ändern. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das hat mir gereicht. Wir besuchen jetzt einfach mal Gabriel. Denn aus irgendeinem Grund gehen alle die ganze Zeit hier duschen und das nervt mich ein wenig. Und deshalb statten wir jetzt einfach Gabriel einen Besuch ab und dann können wir das Baby kennenlernen. Perfekt, dann besuchen wir jetzt Gabriel und seine ganze Familie. Wir nehmen natürlich wieder Rose mit und Jared. Und Coco natürlich auch. Ich hoffe, sie haben eine Badewanne, dann können wir Coco hier baden. Aber irgendwie bezweifle ich das. Und hier sind wir. Emma, jetzt könntest du dir aber schon eigentlich was anziehen. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich meine, du bist schwanger, aber hier liegt Schnee. Du solltest etwas anziehen. Oh, und hier haben wir schon ein paar Hunde. Rainbow und Kelly. Oh mein Gott, die sind so süß. Und Gabriel hat nichts an. Das müssen wir natürlich auch schnell ändern. Warum habe ich denn so viel Custom Content aussortiert, den ich wirklich benutze? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe fast nichts aussortiert. Und dann genau was sie angehabt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte er so ein offenes Hemd an. Nicht so, aber in der Art. Vielleicht finde ich etwas, das ähnlich aussieht. Übrigens sieht der Creator Sim deshalb so komisch aus, weil sie mehr als 8 Sims im Haushalt sind, weil sie ja die ganzen Hunde dabei haben. Es passt einfach nichts zu ihm. Ich glaube, ich ziehe ihm einfach diese Jacke an. Immerhin wohnt er jetzt in Mount Comeraby und da ist immer kalt. Und deshalb ist sein Alltagsoutfit jetzt eine Jacke. Ja, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Oder auch nicht. Und dann klopfen wir einfach mal an die Tür. Ich sehe hier schon jede Menge mehr Hunde. Und Jared ist irgendwie schon wieder traurig.
Mehr Glück nächstes Mal wegen fehlerhafter Skiabfahrt. Die Skiabfahrt von Jared Clay war nicht perfekt, aber hey, er ist schließlich nur ein Kind. Übe weiter. Oh, armer Jared. Hier haben wir Marcel. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist Marcel eben das Kind von Gabriels Freundin. Lena heißt die Tochter. Oh, wie süß. Und hier haben wir eben Kaori. Genau. Und Marcel ist eben ihr anderes Kind. Wo haben wir denn die kleine Lena? Und die Hunde muss auch mal wer füttern. Ja, okay. Dann füttern wir halt die Hunde, bevor sie verhungern. Oh, und hier ist unser stinkender Coco. Es tut mir leid, es schaut schlecht aus. Ich glaube nicht, dass sie ein Badezimmer haben. Oh, aber hier ist das Baby. Und noch mehr Hunde. Wie sollte es anders sein? Emma, geh mal hin und freunde dich mit der kleinen Lena an. Wir können mal schaukeln. Wir können mal mit ihr reden. Sie liebkosen. Und dann angurren. Ich hoffe, sie kommt ran. Irgendwie glitscht das Gitterbett ja so halb hier im Zimmer drin. Und deshalb weiß ich nicht, ob sich das ausgeht. Okay, perfekt. Hallo, kleines Baby. Oh, Lena hat großen Hunger. Man muss sie füttern. Emma, ich weiß, es ist zwar nicht dein Kind, aber füttere mal das Kind lieber, bevor es abgeholt wird. Ich bin schon sehr gespannt, wie es dann aussieht. Und Emma kann jetzt gleich mal wieder üben, wie es ist, wenn man mit Babys interagiert. Immerhin wird ihre Schwangerschaft auch nicht mehr allzu lange dauern. Oh, und Jared freundet sich hier schon mit Kelly an. Spiel mal mit Kelly. Und dann streichel sie. Wir können natürlich auch einen Hund von hier adoptieren. Also da hätten wir eben die kleine Kelly. Dann hätten wir hier oben... Wer bist du? Bleib stehen. Dann haben wir hier die kleine Mörtel. Hier Rainbow. Oh Gott, es sind so viele Hunde. Ich verliere den Überblick. Grant. Olive. Und da ist noch einer. Und das ist Brooke. Wow. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wieso die so viele Hunde haben. Normalerweise bekommen die Sims immer so viele Kinder. Also die anderen Sims in der Nachbarschaft. Aber die bekommen einfach 1000 Hunde. Ja, und Emma, dann kannst du dich eigentlich auch mal bei Marcel vorstellen. Irgendwie ist er jetzt ja auch Teil der Familie. Und jetzt hat Jared sich auch noch mit Rainbow angefreundet. Also ich glaube, Jared versucht gerade, alle Hunde in diesem Haushalt kennenzulernen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Sprechen wir mal über das sonnige Wetter und dann werden wir ihm mal den Tag verschönern. Irgendwie mag er Emma nicht besonders. Er findet, dass sie im Traumland ist und wir finden, dass er verantwortungsvoll ist. Okay, alles klar. Und Emma fühlt sich jetzt auch total gut, weil sie mit dem Baby interagiert hat. Zwei nahe Herzen. Das Baby im Arm zu haben und es ruhig zu kuscheln, hilft, den ganzen Stress des Tages zu vergessen. Und gleichzeitig einen süßen Moment der Zärtlichkeit mit dem Baby zu verbringen. Angenehmes Gespräch. Dann haben wir hier noch gute Gesellschaft. Und das war ganz okay, weil er an der Pflanze gegessen hat. Okay. Aber auf jeden Fall fühlt sie sich unglaublich gut. Und das finde ich sehr, sehr schön. Denn die Trennung mit Lenny ist ja noch nicht so lange her. Aber hier in Mount Comoraby scheint sie irgendwie ihre ganzen Sorgen vergessen zu können. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass sie zurück in die Unterkunft gehen. Es ist immerhin schon fast 20 Uhr. Und die Kinder haben noch nichts Richtiges gegessen, dann können sie hier jetzt zusammen kochen und irgendwer muss ganz dringend Coco baden und ja, so den Abend dann einfach gemütlich in der Unterkunft ausklingen lassen. Emma hat auch schon schrecklichen Hunger. Wo kommt denn das Feuerwerk her? Ich bin verwirrt. Ich habe gerade ein Feuerwerk gehört, aber ich sehe nichts. Nein, du wirst hier jetzt nichts essen. Du wirst nämlich Feuertopf mit anderen machen und zwar werden wir Oden machen mit Jared und Rose. Wer ist Chad Riff und warum ist er da? Hä? Ist Chad Riff nicht einer unserer Lieferanten? Er ist doch gar nicht da. Okay. Aber auf jeden Fall essen sie jetzt hier. Oh, ist das süß. Ich liebe diesen Suppentopf. Also ja, es glitscht leider gerade Emmas Outfit ein wenig durch. Aber ich finde den so unglaublich süß. Diese Animation, wo sie am Boden sitzen und gemeinsam essen, das ist großartig. Und seltsamerweise ist das auch der einzige Tisch, an dem sie wirklich sitzen bleiben. Ansonsten bekommt man seine Sims ja fast nicht dazu, dass sie gemeinsam an einem Tisch sitzen, aber das hier funktioniert einfach immer. Das ist wirklich ein schöner Ausklang, vor allem mit der stinkenden Coco dahinter. Ja, die muss wirklich sehr, sehr dringend gebadet werden. Emma, du kannst Rose jetzt einmal Zuspruch geben. Dann kannst du Jared erklären, dass du schwanger bist oder ihn daran erinnern. Ich glaube tatsächlich, das weiß mittlerweile schon die ganze Familie. Und dann wirst du ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Und Rose werden wir eine wichtige Lektion lehren, was auch immer das sein soll. Coco isst jetzt auch ihr Abendessen und das ist jetzt auch leer.
Sie ist so süß, aber sie ist so stinkig und es fliegen schon Fliegen um sie herum. Koko, es tut mir leid, wir baden dich gleich, versprochen. Und jetzt haben sie alle mehr oder weniger fertig gegessen. Emma, du badest jetzt gleich mal Koko. In der Zwischenzeit kann Jared ja den Tisch abräumen. Räum einfach mal alles auf. Rose kann schon gleich mal schlafen gehen. Emma, warum kannst du Koko nicht baden? Ich weiß nicht warum, irgendwie ist mein Spiel schon wieder etwas verbuggt. Vielleicht gab es wieder einige Updates von Mods, die ich übersehen habe. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie machen sie sehr oft einfach Interaktionen nicht, die sie machen sollten. Das ist ein wenig nervig. Muss ich mir dann natürlich noch genauer anschauen. Und bis zur Aufnahme vom nächsten Video habe ich das auf jeden Fall schon wieder gefixt. Und Jared kann dann auf die Toilette gehen. Dann geht auch er schlafen. Und nachdem Emma Koko gebadet hat, werden wir hier einmal die Schüssel auffüllen. Und dann kann auch sie schlafen gehen. Und nun haben wir 1 Uhr früh und die ganze Familie ist im Bett. Auf den nächsten Part freue ich mich schon besonders, denn da wird die Halloween-Party stattfinden. Und ja, an dieser Stelle werde ich den Part dann aber auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!